Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnetz Niederbayern in 100 Sekunden. Bei BMW in Dingolfing sollen 600 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Medienberichten zufolge wird in den kommenden 2 Jahren die Belegschaft für das geplante Versorgungszentrum aufgebaut. Gesucht werden demnach zum Beispiel Staplerfahrer, Kommissionierer und operative Führungskräfte. Die Bewerbungsphase beginnt ab sofort. Der christliche Gewerkschaftsbund CGB hält nichts von einer 3-Tage-Woche für ältere Beschäftigte. Der CGB-Vorsitzende Matthäus Strebel aus Dingolfing bezeichnete einen entsprechenden Vorschlag der IG Bergbau als völlig abwegig. Die Umsetzung werde vor allem in mittelständischen Betrieben zu Problemen führen, so der niederbayerische CSU-Politiker. Wenn wichtige Leistungsträger nur noch an 3 oder 4 Tagen zur Arbeit kommen, habe dies Auswirkungen auf den gesamten Arbeitsablauf. Zielführender wäre es laut Strebel, die Bedingungen am Arbeitsplatz den älteren Beschäftigten anzupassen. Schwerer Unfall bei Mauern. Heute Morgen ist ein Rollerfahrer auf der Strecke zwischen Moosburg und Mauern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihm die Vorfahrt genommen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 57-jährigen Rollerfahrer in eine Klinik. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Ein Exhibitionist hat gestern Mittag in Eggenfelden mehrere Schülerinnen belästigt. Zunächst war der Unbekannte vor einer Gruppe Mädchen in der Nähe des Gymnasiums aufgetreten. Er ließ die Hosen runter und onanierte. Die Schülerinnen liefen weg. Kurz darauf begegnete der Mann im Bereich der Montessori-Schule 2 weiteren Mädchen. Auch vor ihnen entblößte er sich. Als die Polizei eintraf, war der etwa 40- bis 45-jährige Mann verschwunden. In Mainburg ist erneut Falschgeld aufgetaucht. Wie die Polizei meldet, wurde diesmal in einem Baumarkt eine 20-Euro-Blüte entdeckt. Erst vor wenigen Tagen war an einer Mainburger Tankstelle ein falscher 20-Euro-Schein aufgefallen. Weitere Nachrichten unter radio-trausnitz.de.